Extraordinary Dogs wird Ihnen präsentiert von Eukanuba. Das Seebad Eastbourne. Hier leben rund 100.000 Menschen und der Springer Spaniel Sam. Auch wenn er eher wie der nette Hund von nebenan aussieht, Sam ist einer der besten Brandmittelspürhunde Großbritanniens. Sein ausgezeichneter Spürsinn hat dazu beigetragen, dass bei über 120 Bränden viele Täter überführt werden konnten. Sam ist der Brandmittelspürhund der Feuerwehr von East Sussex. Er ist dafür ausgebildet, eine Brandstelle nach brennbaren Flüssigkeiten abzusuchen, die als Brandbeschleuniger eingesetzt wurden. Dabei ist er in der Lage, noch die kleinsten Spuren zu entdecken. Viel besser als jedes Messinstrument der Ermittler. Sam gehört zum Brandstifter-Bekämpfungsteam. Er stammt aus gutem Hause und ist speziell als Such- und Spürhund gezüchtet worden. Seine Mutter ist ein ausgebildeter Drogenhund und sein Vater arbeitet als Sprengstoffspürhund. Sams Job besteht darin, potenzielle Brandbeschleuniger zu erschnüffeln, wenn die Feuerwehr Brandstiftung vermutet. In den Trümmern eines ausgebrannten Hauses ist das keine leichte Aufgabe. Trotzdem ist Sam schneller und zuverlässiger als jede Laboruntersuchung. Auf bestimmte Gerüche bezogen ist der Geruchssinn eines Hundes millionenmal empfindlicher als der eines Menschen. Aber wie kann Sam etwas riechen, das für unsere Nase gar keinen Geruch hat? Wenn ein Hund schnüffelt, zieht er kraftvoll Luft ein und lässt diese Luft bewusst in dem Bereich der Nasenhöhle zirkulieren, wo sich die meisten Riechzellen für diesen speziellen Duftstoff befinden. Und das Einzigartige bei Hunden ist, dass sie diese Luft auch dann noch untersuchen können, wenn sie ausatmen. Und das führt dazu, dass sie so einen unglaublich sensiblen Geruchssinn haben.